Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Murdered Soul Suspect. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Weg in, also wir sind im Museum, wir wollen in den zweiten Stock, wir wollen in den Restaurationsraum und wir sind ja auch hier stehen geblieben. Jetzt kommt gleich hier dieser wundervolle Zug. So. So, endlich mal ein bisschen ruhig. Plakette der Geschichte der Hexenprozesse. Die Hexenprozesse von Salem endeten 1693. Allerdings wurden in Europa bis 1750 weiterhin Hexenprozesse mit rechtlichen Sanktionen geführt. Ja, das ist natürlich total blöd. So. Na Halleluja, endlich ist es ruhig. Ich habe mich schon gefragt, wann das aufhört. Aber ich gehe mal sehr stark davon aus, dass wir hier gleich irgendwo wieder ein paar Dämonen haben werden. Hier haben wir noch einen Stein. So, und ich gehe jetzt auch mal alles durch hier. Denn, ja, wir wollen ja nichts verpassen. So, da kommen wir schon wieder nicht weiter. Es sei denn, wir porten uns in die Geister da rein. Und ich denke mal, uns bleibt doch... Ah, doch, wir können so durch. Okay. Ich gehe mal davon aus, da hier schon wieder so viele davon sind, von diesen Geist, von diesen Hüllen, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Dämonen vor uns haben. Noch 10 Steine. 9. Ach ja. So, gucken wir nochmal hier rein. Ja, und was ich natürlich total vergessen habe, sind die Gemälde von dieser kleinen Hexe, beziehungsweise von dem kleinen Geistermädchen, was uns quasi in unsere Rolle reingebracht hat. Diese Gemälde an der Wand, die habe ich total vergessen. Aber das werde ich nochmal durchsuchen, alles, wenn ich das Spiel nochmal spiele.
Okay, ich höre schon wieder. Ah, okay. Joy? Ich sagte, du sollst auf Iris aufpassen. Du bist nicht mein Boss. Ich habe unten einiges gefunden. Der Glockenmörder tötet seine Opfer, als wären sie Hexen. Ich gehe nach oben und sehe nach, was ich noch finden kann. Ich hätte dir sagen sollen, folge mir, dann wärst du vielleicht in der Kirche geblieben. Hast mich durchschaut. Ach nein, die zwei sind echt süß zusammen. So, wir brauchen noch 7 weitere Steine. Aber ich höre hier auch irgendwo wieder so ein komisches Loch, also diese komische Teerpfütze. Halte nach Sicherheitskameras und Alarmanlagen Ausschau. Danke für den Tipp, aber das ist ja nicht mein erster Einbruch heute. Da hat sie recht. Das sieht wie der richtige Ort aus. Mal sehen, was mir diese Artefakte über die Hexenprozesse sagen können. Okay, anscheinend eine neue Aufgabe. Steht irgendeines der Artefakte mit dem Glockenmörder in Verbindung? Dann wollen wir doch mal suchen. 14 Hinweise, boah. Steckt fest. Ein großer Schiffsanker. Das sind die... Gut, okay. Ein großer Schiffsanker. Gehen wir mal schön alles Stück für Stück durch. Ah, hier geht's noch durch. Okay, wir bleiben erstmal hier. Baxter Museum. Herr Kleine, du musst dieses Bild für mich hochheben. Oh je. Es heißt die gehängte Hexe. Gruselig. Oh Mann. Es ist das Symbol des Mörders. Eine geisterhafte Version des Symbols des Glockenmörders findet sich im Gemälde Die gehängte Hexe. Und dieser Baxter war schon wieder da. Baxter hat das Gemälde versteckt, als jemand näher kam. Warum er es versteckt und was hat er hier überhaupt gemacht? Ja, dasselbe habe ich mich auch gerade gefragt. Also mein Verdacht wird immer stärker, dass er der Glockenmörder ist. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ja. Wein. Ein großes Fass zur Weinherstellung. Würde mich auch mal interessieren, ob ihr schon irgendwelche persönliche Gedanken habt, wer der Mörder sein könnte. Ich meine, wir hätten ja unseren Schwager, dann hätten wir vielleicht den Chef, Baxter selber oder noch einen Unbekannten, keine Ahnung. Richter. Ein Gemälde eines Richters der Hexenprozesse. Sieht auch gruselig aus. Okay, die Bilder sind wohl nicht so besonders.
Notrufe. Schiffstelegraph. Ich denke so, hä? Ein antikes Schiffstelegraph. Okay. 5 von 14 Hinweisen. Ja, wir tun uns so langsam. Was ist das? Wahrscheinlich auch noch ein paar Fässer. Navigation. Okay. Ein antik wirkendes Kompasshäuschen. Okay. Bürgerkrieg. Antike Kanone. Eine Kanone aus Zeiten des Bürgerkrieges. Hm. Die Bilder haben hier, glaube ich, nichts. Nee. Hier auch nichts. Ja, ja. So, dann gehen wir noch hier hin. Was haben wir hier? Okay, nichts Besonderes. Verfolgung. Eines der Gemälde zu den Hexenprozessen, das zuvor zur Ausstellung im Erdgeschoss gehörte. Was macht dieses Geräusch? Ich denke, die Kristallkette. Verzeihung. Es wird für immer dir gehören. Schande über dich, Bridget. Dein vermeintlicher Kontakt zur Geisterwelt wird dich noch in die Verdammnis führen. Medien für Hexen gehalten. Was? Puritaner haben alle, die ein Medium ähnliche Fähigkeiten zeigten, für Hexen gehalten. Ja, es sind auf jeden Fall sehr viele unschuldige Menschen gestorben in den letzten Jahrhunderten. Ja. So viel ist schon mal klar. Was haben wir hier? Okay, anscheinend nichts. Ah, da haben wir was. Jegliche Richtung. Ein antikes Steuerrad einer Galeone. So, noch 4 Stück. Salems übersinnliche Geschichte. Hiesige Kindermedium. Sophia Baker findet vermissten Mann. Hellseherin für Polizei zu grauenhaften Entdeckungen. Rose Campbell, Schülerin an der Salem High, behauptet, übersinnliche Kräfte zu haben. Okay, ist ja mal was Neues, dass jemand das so zugibt. Ein weiterer Mord mit Hilfe übersinnlichen Kräften geklärt. SPD reagiert. Medium löst 20 Jahre altes Mysterium. Kolumne. Gibt es Medien wirklich? Also wir haben da auf jeden Fall einmal hier die Zwillinge Sophia und Rose und Iris, ne? Ist es links? Iris, ich glaube schon. Das sind ja die Zwillinge. So, uns fehlen jetzt noch 3 Stück. Liste der Angeklagten. So, dann wollen wir mal gucken. Ein Notizbuch aus dem späten 17. Jahrhundert, das die Angeklagten der Hexenprozesse auflistet. Glockenmordziele sind Medien. Sophia war ebenfalls ein Medium. Das heißt, mehrere der Mädchen, auf die es der Glockenmörder abgesehen hatte, waren Medien.
Da haben wir noch einen Hammer. Urteil. Ein Richterhammer. Ich frage mich, wie alt der ist. Okay. So, ein Hinweis noch. Da haben wir ihn. Wichtige Nachrichten. Eine antike Schriftrolle. Öffentliche Vorladung zu Hexenprozessen. So, wir haben jetzt alle Hinweise gefunden. Dann wollen wir mal gucken. Steht irgendeins der Artefakte mit dem Glockenmörder in Verbindung? So. Ich würde auf jeden Fall das hier nehmen. Dann, was könnte man noch nehmen? Zwei Stück brauchen wir noch. Das hier vielleicht? Okay, noch eins. So, ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Entweder Baxter im Museum oder das Symbol im Gemälde. Ich versuch's mal hiermit. Ah, super. Er jagt also Medien, weil er sie für Hexen hält. Das ist Irrsinn. Kenne ich jemanden, der sich für Medien interessiert? Baxter. Welches verdächtige Verhalten hat Baxter während des Falls gezeigt? Auf jeden Fall das hier. Er hatte das Buch von der Mutter auf jeden Fall, also von Joys Mutter versteckt. Dann auf jeden Fall im Museum, würde ich sagen. So, was können wir noch? Ich denke, dass er das Mädchen gesucht hatte. Und warum ist Baxter darin verstrickt? Er wurde mit der Degradierung abgezogen. Wir haben das Symbol des Mörders. Wir haben einen Verdächtigen. Wir sind fast am Ziel. Und nicht einen einzigen Schritt näher an meiner Mom. Wie gesagt, die Welt braucht nicht noch eine Heulsuse. Weißt du was? Du kannst mich mal. Du verstehst das nicht. Ich versteh's nicht? Meine Frau wurde vor 3 Jahren ermordet. Sie ist ins Licht hinaufgeschwebt und ich stecke hier mit einem zickigen Teenager fest. Oh. Deine Mutter versteckt sich seit wann? 2, 3 Tagen? Hä? Und ich garantiere dir, wir finden sie. Wenn ich versage, wenn wir versagen, werde ich Julia nie wiedersehen. Niemals! Wir versagen nicht. Ich brauche keinen Cheerleader. Tut mir leid, ich wusste nichts von dir. Ja. Hör zu. Wir müssen nach dem handeln, was wir wissen. Geh du zur Kirche. Zur Kirche? Wo gehst du hin? Baxter ist unser Hauptverdächtiger. Ich muss in seine Wohnung überprüfen, ob er irgendwelche Leichen im Keller hat. Vermutlich keine gute Idee, als Flüchtiger einen Kopf zu besuchen. Gut, wir sehen uns später. Jetzt wird's auf jeden Fall interessant. Baxters merkwürdige Verhalten in dieser Ermittlung macht ihn zu einem verdächtigen Glockenmörderfall. Ich muss ihn finden. Guckt mal jetzt, was er da für ein Bild hat. Ich bin mal gespannt, ob ich recht hatte. So. Und wir müssen jetzt hier aus dem Gebäude wahrscheinlich raus.
Bevor ich das aber mache, will ich noch mal kurz hier rein. Dieser Ort bringt mich mit jahrhundertealten Eindrücken in Kontakt. Ich versuche, mich auf den Mörder zu konzentrieren. Aber der Nachhall dieser Eindrücke funkt ständig dazwischen. Wie Tote aus der Vergangenheit, die nicht vergessen werden wollen. Joys Mutter spürte Geister aus der Geschichte Salems, die eine Verbindung zu den Gegenständen im Museum haben. Achso, hier bin ich vorhin einmal reingeswitcht, okay. Hier haben wir noch was. Wieder eine Schiffsplakette. Da haben wir noch einen Stein. So, hier haben wir auch noch was. Wieder ein Hexenprozess-Info. Kommen wir hier durch? Nein. Hier geht's zurück in dieses Dingens. Da haben wir noch einen Stein. Da liegt noch was. Gebetsbuch. Oh, da liegt noch was. Da bin ich ja voll dran vorbeigelaufen, lol. Gut, okay. Das Kind hat auch nichts an die Wand gemalt hier. Okay. Hier ist zumindest nichts. Also ich werde das Spiel auf jeden Fall nochmal spielen und dann gucken, dass ich da auch alles finden werde. Denn wir haben ja noch lange nicht alles gefunden. Und da ich ja so ein kleiner Sammler bin, werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich hier so gut wie alles finde. Und jetzt kommt auch gleich schon wieder dieser blöde Zug. Verdammte Scheiße, ey. Oh Gott. Mann, hab ich mich erschrocken. Der Sound ist gerade so unnormal laut. Oh Mann. Gut, okay, wie viele Dämonen haben wir denn da? 1, 2, 3 sehe ich. Gut. Ich werde hier dann erstmal die Folge beenden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wahrscheinlich werde ich die Dämonen schon vorher ausknüpfen, so schön vernichten, damit wir direkt weitermachen können. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, ob Baxter der Mörder ist. Ja, ich bin gespannt, was wir in seiner Wohnung finden werden. Und wenn ihr das auch wissen wollt, schaltet einfach zur nächsten Folge wieder ein. Ich sag bis dahin und tschüss.